Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich erinnere noch mal daran, dass wir heute zum Thema Landarztquote hier gefordert sind zu sprechen. Darauf will ich mich zunächst einmal auch konzentrieren. Das Thema Hausarzt ist für alle Bürgerinnen und Bürger in diesem Land sicherlich ein sehr wichtiges, nicht nur was die medizinische Versorgung als solche betrifft, sondern auch was das Vertrauen in das Gesundheitswesen und die Ärzteschaft an sich betrifft. Der Hausarzt ist für die meisten Menschen im Saarland die wichtigste Bezugsperson, wenn es darum geht, wie es um die eigene Gesundheit aussieht oder wenn man Hilfe und Rat braucht, wenn man gesundheitliche Probleme hat. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass alle Bürgerinnen und Bürger in diesem Land in ihrer Wohnortnähe auch einen Hausarzt haben und dass dieser Hausarzt nicht so viele Menschen betreuen muss, dass er für den Einzelnen keine Zeit mehr hat. Bis dato ist die Situation im Saarland so, dass wir fast überall davon ausgehen können, dass diese Betreuung gewährleistet ist. Aber, wie schon gesagt, wir haben schon eine Region mit einer Unterversorgung und eine weitere Region mit einer drohenden Unterversorgung. Und wenn wir uns das Durchschnittsalter der Ärzteschaft im Saarland anschauen, dann wissen wir, dass sich diese Situation in den nächsten 10, 15 Jahren dramatisch verschärfen könnte. Und deshalb müssen wir als Politik ganz deutlich sagen, die medizinische Versorgung der Bevölkerung überall im Saarland, auch im ländlichen Raum, ist eine Pflichtaufgabe, für die wir als Politik genau gemeinsam mit der Ärzteschaft die Verantwortung tragen. An diesem Ziel lassen wir nicht rütteln. Wie kommt es aber dazu, dass wir uns heute ernsthaft Sorgen darum machen müssen, dass die Versorgung in Zukunft möglicherweise nicht mehr gefährdet sein könnte? Denn in der Tat, in jedem Jahr fangen fast 280 Studierende und Studierende im Saarland ein Medizinstudium an und damit bilden wir eigentlich deutlich über den Bedarf des Saarlandes hinaus und es ist auch ein sehr teurer Studiengang, den wir hier anbieten. Also wir bilden deutlich über Bedarf aus, trotzdem fehlen uns in Zukunft die Ärzte dort, wo wir sie brauchen, vielleicht im Übrigen nicht nur in den Hausarzt- und Facharztpraxen, sondern möglicherweise auch in den Krankenhäusern. Und hier ist es, glaube ich, schon richtig danach zu fragen, ob die Kriterien, nach denen wir die Studierenden aussuchen, tatsächlich die richtigen sind. In der Vergangenheit hat man quasi ausschließlich nach dem Numerus Clausus ausgesucht und dann haben wir wahrscheinlich die gefunden, die die Schlausten sind oder zumindest die, die mit den Testmethoden der Schulen die besten Ergebnisse haben. Ob das aber die besten Ärztinnen und Ärzte sein müssen, da mache ich doch ein Fragezeichen hinten dran. Es gibt wahrscheinlich wenig Berufe, wo das Wort Berufung so wichtig ist und bedeutsam für die Ausübung des Berufs wie für das Berufsbild des Arztes. Da ist Empathie, da ist eine entsprechende Persönlichkeit, da ist eine Leidenschaft und eine Leistungsbereitschaft, die über das Normale hinausgeht, häufig eine wichtige Voraussetzung. Ganz so übrigens, wie wir es bei ganz vielen Krankenschwestern und Pflegern auch sehen, die sich mit ihrer ganzen Persönlichkeit in ihren Dienst einbringen, so wünschen und erwarten wir es natürlich auch von den Ärztinnen und Ärzten und sehen es auch bei ganz, ganz vielen, dass sie so zu ihrem Beruf stehen. Also die Auswahlkriterien in der Vergangenheit waren durchaus aus unserer Sicht nicht ausschließlich die richtigen, verbesserungswürdig. Und das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist, dass offensichtlich eine mangelnde Attraktivität des Hausarztberufes festzustellen ist. Woran liegt es? Es liegt einerseits daran, denn die Klagen hören und kennen wir ja alle, dass es sehr viel Arbeit ist, dass man morgens früh in der Praxis ist, meist schon vor 8, dass man abends noch spät in der Praxis ist, häufig bis 8, dass man an den Wochenenden hin und wieder Bereitschaftsdienste hat, aber in jedem Fall auch noch Verwaltungsarbeiten hat, denn eine Arztpraxis ist ein kleines Unternehmen, das geführt werden muss mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit Verwaltungsaufwand, mit Abrechnungsaufwand, mit
Post zum Finanzamt und Steuerberater, alles drumherum gehört dann eben auch zur hausärztlichen Verantwortung. Es ist eine Tätigkeit mit sehr viel Arbeit und dann ist natürlich die Vereinbarkeit von Beruf und Familie eine große Herausforderung. Und diese beantworten Ärztinnen und Ärzte heute anders, als das noch vor 30 oder 40 Jahren der Fall war. Und schließlich ist auch das unternehmerische Risiko oder zumindest die Verantwortung, eine eigene Praxis zu führen, für mehr Leute als früher ein Hemmschuh, diese Entscheidung tatsächlich zu treffen. Und in diesem Umfeld ist der Gesetzesentwurf, den wir heute in erster Lesung beraten und der ja auch Schritten folgt, die auch einige andere Bundesländer schon gegangen sind oder auf dem Weg sind, ein guter und richtiger Baustein, um die hausärztliche Versorgung in der Zukunft zu sichern. Aber, das hat auch die Ministerin schon gesagt, es wird sicherlich mindestens 10, möglicherweise noch länger Jahre dauern, bis die ersten, bei denen dieses Auswahlkriterium, die Verabredung greift, auch tatsächlich in der Praxis ankommen. Dennoch, auch wenn es lange dauert, irgendwann muss der erste Schritt gegangen werden und dann ist heute ein guter Tag dafür und kein Grund, noch länger damit zu warten. Also wir wollen heute diesen ersten Schritt gehen. Wir wollen dieses Gesetz zügig beraten. Ich sage mal ganz persönlich, will ich mir auch mal nochmal die Frage mit der Strafzahlung anschauen in den Anhörungen, weil es ist schon ein bisschen schwierig, sich vorzustellen, eine Verpflichtung einzugehen mit einer Strafzahlung von 250.000 Euro, was ja eine beträchtliche Summe ist, wenn man es nicht fertig macht oder sich verändert. Aber das haben andere Länder auch so gemacht und das müssen wir uns eben, glaube ich, im Rahmen der Anhörung einfach mal genau anschauen, was es da an Argumenten gibt, sodass man es auch, es geht darum, es machbar und zumutbar zu machen für diejenigen, die wir in das Programm aufnehmen können. Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass schon jetzt weitere Maßnahmen getroffen worden sind. Die Förderprogramme durch das Land sind angesprochen worden, die Förderung durch die Kassenärztliche Vereinigung ist angesprochen und ebenso das Kompetenzzentrum für Allgemeinmedizin und hausärztliche Versorgung. Das heißt, wir gehen heute einen Schritt, aber nicht den ersten Schritt. Es sind auch schon einige Schritte im Saarland gegangen worden, um in diesem Bereich eine Versorgungssicherheit auch in Zukunft zu ermöglichen. Ich will darüber hinaus daran erinnern, dass auch andere noch hier etwas tun können, beispielsweise die Kommunen, gerade in den Bereichen, wo eine Unterversorgung droht, die können sich auch zumindest moderierend einbringen, um für Ärzte attraktive Plätze zu schaffen, um attraktive Verbünde mit anderen Ärzten, mit Apotheken, mit anderen Dienstleistern aus der Gesundheitswirtschaft zustande zu bringen, medizinische Versorgungszentren sozusagen zu organisieren. Auch da sehe ich eine kommunale Mitverantwortung, wobei ich auch deutlich sagen will, ich sehe die Kommunen nicht in der Verantwortung, die Sicherstellung zu garantieren. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon einige diskutiert. Da würde ich sagen, da sollte es bei den bisherigen Verantwortlichkeiten bleiben. Wir sollten hier die Kommunen nicht in die Pflicht nehmen, dass dort, wo keine Versorgung da ist, sie auch finanziell dafür sorgen müssten, eine entsprechende Versorgung sicherzustellen. Das wäre der falsche Ansatz. Wir müssen uns sicherlich auch stärker noch darum kümmern, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gerade im Haus- und fachärztlichen Bereich sicherzustellen. Und ich glaube, dass größere Gemeinschaftspraxen oder Praxen, in denen man möglicherweise auch Teilzeit angestellt sein kann, gute Lösungen sein könnten. Das sind Modelle, die aber auch gemeinsam mit der Ärzteschaft und ihren Organisationen entwickelt werden müssen. Und ich will am Ende sagen, und damit komme ich nochmal auf das Thema Berufung zurück, nicht jede Erwartung an das Leben und das Einkommen eines Arztes ist für mich auch immer in der Form, wie sie geäußert wird, nachvollziehbar. Also wenn ich jetzt an manche Äußerungen da auch denke, über Attraktivität von Wohnungsumfeld und was man alles gerne so hätte als Arzt, war ja auch heute in der Zeitung was nachzulesen. Also das sind auch Wünsche, die kann man haben, aber die können auch andere haben in der Gesellschaft. Und eine Privilegierung sozusagen, dass man es einfach immer besser haben muss als andere, die sehe ich an dieser Stelle
eben auch nicht, sondern ich würde schon von denjenigen, die den Arztberuf erwarten, dass sie auch bereit sind, ein Stückchen mehr zu leisten. Und es wird am Ende ja immer noch gut vergütet. Und Kollegin Schramm, wenn Sie die Befürchtung äußern, wenn ich das eben richtig verstanden habe, im Hochwald wäre es möglicherweise nicht attraktiv genug zum Leben. Ich lade Sie gerne mal ein. Es ist eine der schönsten Regionen des Saarlandes. Und ich kann alle Ärzte im Saarland nur empfehlen, in diesem schönen Teil des Saarlandes zu leben. Die Lebensqualität ist außerordentlich hoch. Die Menschen sind sehr, sehr freundlich. Ja. Ja. Hübsch, sie sind freundlich. Genau, ja. Also man sieht, dass man dort gut leben kann in jeder Beziehung. So, dann, ja. Dann möchte ich noch eine Bemerkung zum Kollegen Schäfer machen, der heute das Thema Nordsaarland-Klinik angesprochen hat. Ich glaube, Sie haben es heute zweimal geschafft, weite Teile des Plenums zum Kopfschütteln zu bringen. Einmal heute Morgen, als Sie den Raum verlassen haben, und einmal heute Mittag, als Sie zum Thema Nordsaarland-Klinik gesprochen haben. Im Übrigen, die Landkreise St. Wendel und Merzig-Wadern sind an dieser Stelle diejenigen, die zunächst gefordert sind. Die werden wissen, was sie zu tun haben, und auf ihren Rat sind sie, glaube ich, nicht angewiesen. Dankeschön.